unterirdisch, was da für Kommentare vom Stapel gelassen werden. Na, wie geht's? Gut, und dir? Bestens. Sehr schön, dann würde ich sagen, fangen wir an. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Caro und Giorgio. Georg war in der letzten Woche beim perfekten Dinner und heute werden wir über die Themen sprechen, die euch interessiert haben. Es gab zahlreiche Fragen und den ein oder anderen netten und auch nicht so netten Kommentar. Was wollte diese Frau? So, fangen wir an. René schreibt: Puh, unterirdische Posts hier. Jede Woche, wenn ich die Kandidaten sehe, denke ich, oh, wie sympathisch, deren Häuser, super, Essen, toll. Dann schaue ich in die Facebook-Kommentare und alles wird zerfetzt. Es wird jede Woche mindestens ein Opfer rausgepickt. Fast immer ist es der, die mit ausländischen Wurzeln. Es fließt der Neid anhand deren Wohnverhältnisse. Es ist nur noch peinlich, das hier zu lesen. Ja, vielen Dank, René, für dieses Kommentar. Ich habe ein paar Sachen gelesen und ja, es gibt diesen schönen Spruch: Don't blame the clown for acting like one. Ask yourself why you keep coming to the circus. Ich bin, bevor ich bei dieser Sendung mitgemacht habe, davon ausgegangen, dass die Sendung selbst Spiegel der Gesellschaft ist, dass man einen Einblick in die Kandidaten bekommt, in wie sie leben, was für Werte sie haben. Aber der eigentliche Spiegel der Gesellschaft ist in den Kommentaren und der ist echt erschreckend. Schon einfach ernst. Ja, ist ja auch so. Also ich finde es unterirdisch, was da für Kommentare vom Stapel gelassen werden. Fangen wir an mit dem Thema, was die Welt bewegt hat: vegetarisch kochen. Wieso strahlen die so? Haben die ein anderes Menü? Stefan Bade schreibt: Wie wäre es eigentlich, wenn vier Veganer und ein normaler Fleischallesesser am Tisch wären? Würden die Veganer wohl dem Normalesser auch sein Roastbeef am Stück servieren, wie die Veganer auch immer ihr Sondermenü bekommen haben? Ich glaube, Vox plant auch eine spezielle Woche mit nur Vegetariern. Und ich finde, in diese Woche sollten sie einen Menschen reinstecken, der so alles isst und der einfach, wie langweilig sonst, oder? Ja, ich finde auch. Dann machen wir weiter zu deinem Menü. Ich fand übrigens, es sah alles sehr, sehr lecker aus. Wow. Aber Margot schreibt: Brot gekauft, Eis gekauft, Fisch einfach zubereitet. Ja, nichts Besonderes. Gut, dass einige Sachen beim perfekten Dinner selbst gemacht werden sollten, das hätte man ja eigentlich wissen sollen, oder? Das hätte man wissen können, wenn man die Sendung verfolgt und guckt. Danke fürs Anmelden an dieser Stelle nochmal. Hätte ich das gewusst, dass das so gang und gäbe ist, dann hätte ich vielleicht das Eis selbst gemacht. Das Brot hätte ich trotzdem nicht selbst gebacken, weil ich kann nicht backen. Aber es war ein gutes Sauerteigbrot von meinem Bäcker hier unten. Und ja, was hat sie noch gesagt? Fisch einfach zubereitet. Einfach zubereitet. Ja, hätte ich noch massieren können, so. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Anja Jaumann schreibt: Gerade in dieser Runde ist mir aufgefallen, dass jeder den Thermomix benutzt. Jetzt meine Frage: Hat das noch was mit Kochen zu tun? Also, liebe Anja, der Thermomix ist Teilnahmebedingung. Du kannst ohne Thermomix beim perfekten Dinner gar nicht mitmachen. Aber nein, also der Thermomix ist einfach eine gute Küchenmaschine, mit der man Arbeitsprozesse beschleunigen kann und vereinfachen kann. Man kann mit dem Thermomix mal nach Zahlen kochen, aber man kann auch wirklich anspruchsvolle, zum Beispiel Soßen wie diese Hollandaise, relativ einfach zubereiten. Im Endeffekt ist es wie eine gute Schere oder ein gutes Messer, ist ein gutes Küchentool. Also hast du doch gekocht. Ich glaube schon, ja. Also, Okay, hat sich so angefühlt. okay, wie wir wissen, ist Georgi Georgier. Und jetzt kam die Frage auf: Warum gab es kein georgisches Essen? Und ich liebe ja georgisches Essen. Sehr gute Frage. Ich hätte unglaublich gerne georgisch gekocht, habe auch das tatsächlich überlegt. Aber georgisch kochen ist ultra aufwendig und das ist sehr schwierig alleine zu stemmen. Auf diesem Babuschka-Level bin ich noch nicht, dass ich das alleine machen kann. Okay, dann machen wir weiter. Ich finde die Kombi toll mit dem Süß und dem Deftigen vom Ziegenkäse. Das
Mag ich total gerne. Ich hatte natürlich keinen Serrano-Schinken, aber hat mir auch jetzt überhaupt nicht gefehlt. Aber dafür hattest du Himbeeren. Ihr hattet keine Himbeeren? Nein. Ach so, das wusste ich gar nicht. Aber okay. Ich. Nee, du warst wirklich die. Es hatte kein anderer, hatte Himbeeren. Nur du hattest Himbeeren. Das fand ich nicht okay. Willst du mit deinem Psychologen drüber reden oder kriegst du das hin? Nee, ich hätte es einfach besser gefunden, wenn ich auch eine Himbeere gehabt hätte. Aber ich hatte doch keinen Schinken. Ja, wolltest du ja auch nicht, aber ich wollte eine Himbeere. War nicht Himbeeren kredenzt habe. Und deswegen bekommst du jetzt die Dreifachdose. An 2791 schreibt, wie lange hast du für das Comedy-Programm geübt? 38 Jahre. Petra Schneider schreibt, man stellt 5 verschiedene Stühle, die nicht zueinander passen, an einen Tisch und bezeichnet das dann als Designhintergrund. Liebe Petra Schneider, ich bin Diplom-Industriedesigner. Ich habe 7 Jahre Produkt- und Prozessgestaltung studiert an der Universität der Künste in Berlin. Ich habe verschiedene Produkte veröffentlicht, ein Buch geschrieben zu nachhaltiger Produktgestaltung. Meine Produkte sind in der ständigen Ausstellung in der Salone del Mobile in Mailand. Man kann sich auch so einfach so 5 Stühle an den Tisch stellen, ohne das. Was wollte diese Frau? Wir wissen es nicht. Ach so, okay, gut. Dietgard schreibt, Giorgios Sarkasmus ist in diesem Format fehl am Platz. Bin heute auf das Veggie-Menü gespannt. Dietgard. Da gebe ich Dietgard natürlich vollkommen recht, dass in einem politischen Format wie dem perfekten Dinner Sarkasmus einfach nichts zu suchen hat. Ich glaube, mein Hemd war die ganze Zeit voll komisch. Wir müssen nochmal neu auf. Ich glaube, wir fangen nochmal an. Meine Haare waren auch nicht richtig. Cooler Greenscreen übrigens. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Gibt es eine Möglichkeit für weitere TV-Momente? Auswanderer etc. Auswanderer? Bist du schon ausgewandert? Willst du nochmal auswandern? Ja, es gibt tatsächlich demnächst eine Dokumentation auf NTV Wissen über Metalldetektor. Und da bin ich sehr happy. Am 13. März. 13. März. Wir sagen euch nochmal Bescheid. 22 Uhr auf NTV. Ich möchte noch meine Omi grüßen. Hey. Hallo Sigi. Nee, wir müssen uns noch verabschieden. Wieso denn? Weil das höflich ist, komm her. Okay. Ciao. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.